Step on me. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Crew, die Story Part 10 heute. Die 10 haben wir voll und es geht weiter. Wir sind unterwegs zu diesem Rennen hier. Normal Familienangelegenheiten. Da fahren wir jetzt schnell hin. Und ja, mit unserer geilen Performance-Schlitte. Was ist los? Die Five Tens wissen von Conny und Ben. Was? Ich weiß es nicht, aber wir müssen sie sofort aus der Stadt bringen. Die Five Tens werden es uns nicht leicht machen. Wir brauchen was Familientaugliches. 4 Sitze und Dampf unter der Haube. Okay, pass auf. Ich leg mich an der Pendlerstrecke im Norden auf die Lauer und pick uns eine geeignete Karre raus. Ja, wissen wir ja, was wir zu tun haben. So ein geiler Performance-Schlitten hier. Chevrolet Camaro SS. Und wir haben uns das letzte Mal den BMW M5 gekauft. Aber den finde ich ein bisschen schwach jetzt, also was jetzt das Spiel angeht. Ich finde ihn schwach gemacht von Ubisoft. Aber naja, kann man halt nicht ändern. So, sind wir da. Und dann fangen wir gleich an. Damit das klar ist, wer abkackt, verliert seinen Wagen. Schon klar. Ich hoffe, du hast bequeme Schuhe an. Zurück musst du laufen. Okay, jetzt den machen wir fertig. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Ja, haben wir ja mal wieder toll hinbekommen. Fangen wir am besten gleich von vorne an. Es geht mir jetzt schon wieder auf den Keks. Machen wir es nochmal. Komm schon, beschleunige. Ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Du bist ein Tier! Alter, ist der schnell! Junge, fahr halt! Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich! So ist das richtig. Du fällst zurück, Mann! Ach, was du nicht sagst! Alter, das Ding ist viel zu schnell von dem. Genau so.
Scheißen Dreck! Krieg ich nicht. Alter, komm, das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Es wird doch möglich sein. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell. Aber ja, der mit seinem blöden Bentley, ehrlich, den kann ich jetzt auch irgendwie hinschieben. Toll. Da oben fährt er. Und weg ist er. Hol auf! Unbelievable. Bleib halt auf der Straße, scheiß Auto. Kann doch nicht sein, dass ich auf einmal nicht mehr Auto fahren kann. Oh Mann, es kann doch nicht wahr sein. Nee, bin ich nicht, denn jetzt hat er mich wieder. Das kann denn nicht wahr sein, ehrlich. Wieso lenkt der auf einmal nach links? Ich krieg den nicht. Keine Chance. Jetzt ist er im Ziel. Das gibt's ja nicht. Ja, läuft, würde ich mal sagen. So kann man die ersten 15 Minuten auch gleich mal verballern. Es kann doch nicht so schwer sein, bitte. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Du bist ein Tier! Nee, bin ich nicht! Schieß wieder auf! Bitte! Scheiß Auto! Da bremst sich davor schon ab und dann macht er wieder so einen Scheiß. Das Auto kotzt mich langsam an. Ich kann eigentlich nochmal von vorne anfangen. Keine Chance. No Chance. Wirklich. Null. Wer ist ja jetzt noch vor mir?
so. Wieder im Ziel. Unglaublich. Das macht doch keinen Spaß mehr, ehrlich. Kann ich ein paar gleich nochmal von vorne starten? Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für das merke ich, dass er schnell ist. Ich nochmal von vorne. Das gibt's doch nicht, ehrlich. Ich flipp gleich aus, ehrlich. Ich flipp gleich aus. Da stand leicht oder normal oder so. Das ist doch kein normales Rennen. Das ist endschwer. Oder mache ich irgendwas falsch? Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Weiter so! Wieso immer an diesem scheiß Auto, ehrlich? Ich glaub's langsam nicht mehr, ehrlich. Schau mir nicht so deppert an, du da an der Seite, ehrlich. Ich wirk gleich narrisch. Aber wahnsinnig narrisch. Seit 11 Minuten probieren wir jetzt die Scheiße. Ich bin einfach zu doof dafür. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. So ist es richtig. Ist das jetzt schon wieder? Nein! Nicht zu fassen, ehrlich. Fahr halt mal gescheit in die Kurve rein, du scheiß Auto. Ach klar, da müssen jetzt wieder Autos stehen, oder? Bäm, ehrlich. Schmeiß die PlayStation jetzt gleich aus dem Fenster raus, ehrlich. Also herzlich willkommen, hier ist der 120. Versuch von diesem Rennen. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. So ist es richtig. Bin ich echt so schlecht? Alter, ihr lacht euch doch gerade alle Arsch ab, ehrlich. So ist es richtig. Was ist das? Was ist das? Ey! Jetzt versuche ich es schon mit einer perfekten Leistung zu schaffen. Und dann steht das Spiel im Weg, oder was? Was ist denn das für ein Fehler vom Spiel? Auf
Passwort. Unbelievable, ist wirklich. Okay, Plan gescheitert. Das ist sein Part. Wir scheitern mit dem ganzen Scheißauto. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst du mich die Scheiße gleich annehmen? Er ist viel zu nah hinter mir. Er holt mich. Ich abschminken, vergessen. Das war's. Jawohl! Wuhu! Haben wir es jetzt wirklich geschafft? Wie geil! Oh, leck mich am Arsch! Hey, hey, warte! Warte mal! Zweite Chance? Keine Zeit, wir sehen uns! Ich wurde bestohlen! Hey! Harry, ich hab den Familienvan. Muss nur noch ein paar Kletten abhängen. Wir warten auf dich. Häng die Bullen ab! Echt? Ist das dein Plan? Bitte nicht. Können wir mehr Alex, das 5-10-Netz ist völlig verstummt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Gib Gas. Okay, treffen am Central Park. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu haben. Vielleicht ein Rammmanöver ein. Mit dem Hubschrauber kann man doch gar nicht hinkommen. Zentrale, wir haben noch Sichtkontakt. Jawohl, alles klar. Wow! Wir haben den Sichtkontakt.
Kontakt verloren. Okay, alle Einheiten. 10, 12, stand by. Sie werden anderswo gebraucht, Herr Support. Begeben Sie sich zum Angriff. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein! Mann! Roger. Ach, fahr mir halt rein! Ach, fahr mir halt rein! Straßensperre steht. Alles klar. Du bist hackt, ehrlich. Straßensperre vor dem Ziel sind einsatzbereit. Das glaubst du nicht, ehrlich, das... Weiter und achtet auf eure Bildschirme. Ihr solltet euch verheilen, sonst ist der Weg zentrale. Jawohl! Huf! Hi, Conny, hä? Und du musst Ben sein. Wie geht's, Kumpel? Sorry, er ist schüchtern bei Fremden. Ich auch. Ben, du und deine Mom, ihr müsst euch gut anschnallen, okay? Das wird eine verdammt rasante Fahrt. Bleib bei mir, Alex. Conny und Ben verlassen im Bus den Start. Warum? Ich fahre sie. Wenn dich jemand sieht, ist deine Tarnung hin. Ist zu unsicher. Ja, dann machen wir das mal. Wo will er denn hin? Dann gib mal Gas. Oh, woher kanntest du den? Ist das der richtige Ort? Klar, wette, Ben wüsste es gar. Oh ja, sicher. Nun, unten in Michigan. Mein Vater hatte da eine Werkstatt außerhalb von Dearborn. Dalton hat sich dort jede Woche Tuningteile gekauft. Ich habe nicht verstanden, wie jemand so fixiert auf seinen Wagen sein konnte. Eines Tages habe ich ihn gefragt und er hat's mir gesagt. Er ist nicht wegen des Wagens gekommen. Er wollte dich treffen? Das hat er mir zumindest gesagt. Du weißt, wie er war. Raffiniert. Ganz genau. Na dann. Wo will der hin? Sorry. Wollte ich nicht. Kann das sein, dass er zum Flughafen fährt? Nein, 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 nein. Du bleibst da. Jawohl, geschafft. Mission complete. Aufstieg in Stufe 24. Und eine schöne Bronzemedaille dazu. Und einen schönen Motor. Gibt neue Pünktchen für das Auto und neues Geld. Und dann geht's weiter. Echt traurig, dass Ben seinen Vater nie gekannt hat. Dalton wäre ein toller Vater gewesen. Meinst du wirklich? Du bist der beste Beweis.
Ein Mann, ein Wort. Das ist wichtig. Auch wenn dir der Dieb durch die Lappen gegangen ist, ich hab mein Geld zurück. Du bist jetzt wie du, Arschloch. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Verstanden. Jetzt musst du dir deinen Unterhalt verdienen. Dein erster Job als V2 wartet unten im Süden. Miami. Eine verwahrloste Stadt. Du musst da ein bisschen 5-10-Ordnung reinbringen. Bin unterwegs. Der Zimmer, jawohl. Miami liegt hier unten. Und da gibt's den nächsten Job. Alita. Das gibt's aber dann erst im nächsten Part. Wir können noch ein bisschen rumfahren. Oder mal ausprobieren, was das hier so für Aufgaben sind. Zum Beispiel das hier. In öffentlichen kannst du EP-Bugs und Ansehen gewinnen. Ja, fahren wir da gleich mal hin. Davor ändern wir noch kurz das Auto. Besser. Ach, spielen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, was es da geht. Also schauen wir einfach mal. Okay, ja. Eventauswahl. Sind die alle noch gesperrt? Wieso? Ja, geht wohl nicht anscheinend. Also, das wundert mich jetzt ein bisschen. Naja, egal. Fahren wir mal Richtung Miami. Wir haben ja die schnelle Karre. Hier müssen wir hin. Und da fahren wir jetzt auch hin. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz schaffen in dem Part, weil der ist jetzt schon ziemlich am Ende. Aber dafür kommen wir dann im nächsten Part an. Das ist versprochen. Sorry. Jetzt geht's auf die Autobahn. Ein gefährlicher Sie sehen ihn auf Ihrem Schirm. Zurzeit keine weiteren Informationen. Miami, unser nächstes Ziel. Ja, gleich mal ein Crash gebaut. Aber Gold dafür. Und 22 Bucks. Ach, scheiße, das hat er mir starken gemacht, ey. Ach, ich will jetzt nicht. Ja, egal, fahren wir halt die Brücke nochmal hier schön. Da drüben ist New York. Und da ist das Meer und da ist ein Zeppelin. Und jetzt fahren wir dann gleich runter. Und hier.
Wieso stehen hier schon wieder alle Autos? Ich pack das gar nicht. Jetzt steht man nicht so deppert rum, ehrlich. Was sind das für Autos? Da kriegst du ja einen Vogel, ey. Geht doch. Wir stehen wieder rum. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hasse sowas. Das ist ein richtiger Fehler vom Spiel, ehrlich. Ja, aber du fährst ihn einmal rein und dann bist du im Arsch. Alex, wie wär's, wenn du dein eigenes Chapter aufziehst? Was? Wo? Im Süden, Miami. Ich habe eine Spur zu einer smarten Top-Tunerin und Ausstatterin namens Elita. Sie hat eine interessante Vergangenheit. Okay, ich fahr mal runter und sehe sie mir an. Ach komm, scheiß Auto! Scheiß drauf, ehrlich. Na dann, würde ich sagen, was ist jetzt erstmal von dem Part? Nächster Part dann Miami, nicht verpassen. Dann geht's weiter mit der Story und bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!